Es ist Freitagnachmittag und du bist mit deinem Team zusammen in einem Besprechungsraum. Obwohl in der Woche schon viel passiert ist, viele Höhen und Tiefen, fühlst du dich relativ wohl. Denn ihr seid mit deinem Team sehr, sehr gut zusammengewachsen in den letzten Jahren. Und es ist ja auch Freitag. Das heißt, nach diesem Meeting können endlich alle nach Hause. Auf dem Tisch steht Kaffee bereit, Tee und jemand aus deinem Team hat sogar frischen Kuchen mitgebracht, den er zu Hause gebacken hat zuvor. Zitronenkuchen. Du kannst den Duft riechen. Sowohl vom Kaffee, vom Tee, als auch von diesem Zitronenkuchen. Du fühlst dich richtig wohl, weißt, dass deine Mitarbeiter jetzt einiges vorstellen werden, also kannst du dich entspannt zurücklehnen und einfach dir die Ergebnisse anhören. Für einen kurzen Augenblick erlaubst du es dir, aus dem Fenster zu blicken. Und plötzlich, du kannst es überhaupt nicht glauben, was du draußen siehst, bist du total geschockt. Eine riesige Welle, die von der Ferne in rasender Geschwindigkeit auf euch zukommt, auf euer Gebäude. Und dir wird in diesem Moment klar, es ist nicht mehr genug Zeit. Es ist nicht mehr genug Zeit, um euch in Sicherheit zu bringen. Du erstarrst. In diesem Moment schießen Tausende von Gedanken in Millisekunden durch dein Hirn. So schnell, dass du gar nicht drüber nachdenken kannst. Und bei einem Gedanken bleibst du haften. Jasmin hatte dir davon zuvor erzählt. Jasmin hatte dir zuvor davon erzählt, aber du hast nicht geglaubt, dass es so schnell gehen könnte. Mein Name ist Jasmin Yazan. Und ich zeige Vorständen und Unternehmern, wie sie ihren Markt dominieren in einer sich rapide verändernden digitalen Welt. Unternehmen tun heute schon enorm viel, um sich auf die Digitalisierung einzustellen. Doch was ich in den letzten Jahren beobachten konnte, war, dass obwohl sie relativ viel tun, sie eigentlich noch viel, viel mehr tun müssten. Und es bei weitem nicht ausreicht, was bisher getan wurde. Denn nach wie vor scheitern 80% der Change-Projekte in Unternehmen, weil das Mindset und die Kultur sich nicht verändert. Es wird über Innovation gesprochen, aber nur klein, klein umgesetzt. Aus Angst vor dem Scheitern. Es werden moderne Arbeitswelten geschaffen für die Mitarbeiter, für mehr Zufriedenheit, aber nicht gelebt, weil Manager und Führungskräfte nach wie vor Angst davor haben, ihre Macht abzugeben und Kontrollverlust zu erleiden. Neue Technologien wie die Blockchain beispielsweise, darüber, das wird nicht nur nicht umgesetzt, sondern es wird noch nicht mal darüber gesprochen, weil viele überhaupt nicht verstehen, was das ist und welche Chancen sich dahinter verbergen. So kann es allerdings nicht weitergehen. Denn wenn du morgen aus dem Fenster gucken möchtest, ohne Angst vor der Welle zu haben, dann musst du die Zusammenhänge der Digitalisierung endlich verstehen und Erkenntnisse daraus generieren, um sie auf dein Unternehmen, auf dein Business zu transferieren. Und das ist meine Aufgabe. Falls hierzu Fragen bestehen oder Unterstützung benötigt wird, kommt gerne auf mich zu. Ich für meinen Teil freue mich, dich und dein Unternehmen kennenzulernen. Dankeschön.